Hallo liebe Schülerinnen und Schüler, in diesem Video geht es um die Abschlussprüfung 2021 A2 oder so wie ich sie gerechnet hätte. Wir haben eine Parabel, die ist hier auch schon eingezeichnet, und einen Graphen von einer geraden Gleichung. Also die beiden Gleichungen sind hier gegeben und die Graphen sind bereits eingezeichnet. Erste Aufgabe, Schnittpunkt berechnen, und die sind auch schon gekennzeichnet, die heißen A und B. Schnittpunkt berechnen, das wissen wir, wie das geht, denn da müssen ja quasi die y- und die x-Werte von beiden Parabeln bzw. Gleichungen identisch sein. Und y ist gleich steht schon dran, da können wir das Gleichsetzungsverfahren anwenden und jeweils die Terme rechts gleichsetzen. Und um eine quadratische Gleichung zu lösen, müssen wir alles auf eine Seite bringen, also hier plus 0,25x und minus 6,5. Damit wird hier aus dem minus 3x minus 2,75x und aus dem plus 8 werden 1,5. Das Ganze beschleunigen wir jetzt ein bisschen, können wir in die Mitternachtsformel einsetzen für minus b plus minus b Quadrat minus 4ac durch 2a. Wir können das einmal nach xa, habe ich das jetzt hier schon benannt, runden, also einmal mit der Plusvariante und einmal mit der Minusvariante. Wir können jetzt x1 und 2 natürlich hinschreiben, aber wir wissen ja schon, dass das das xa und das xb sein wird. Wir müssen das natürlich dann auch passend zuordnen. Wir wissen ja, dass das ungefähr die x-Koordinate 0,58 haben könnte. Und dann brauchen wir aber noch die y-Koordinate. Und dementsprechend setze ich den x-Wert hier in die Geradengleichung ein. Könnt ihr das natürlich auch hier einsetzen, aber hier geht es schneller. Und damit habe ich meine Koordinaten von meinem Punkt A und von meinem Punkt B. Und dann ist die nächste Aufgabe fällig. Das heißt, jetzt sehe ich plötzlich, dass die Punkte P auf dieser Parabel liegen, aus diesem Graph dieser quadratischen Gleichung. Und dementsprechend kann ich jetzt für x gleich 7 das direkt einzeichnen, entweder indem ich den Punkt x-Wert 7 auf der Parabel hier einsetze und den Punkt bestimme, und bei q genauso, indem ich es in die Geradengleichung einsetze für x gleich 7. Damit habe ich P1 und Q1. Oder ich sehe, wenn es genau gezeichnet ist, ich gehe bei 7 hin und kann hier mein Kreuzchen setzen. Und hier ist es ja nur zu zeichnen gewesen. Dann verbinde ich die beiden. Es geht hier um Mittelpunkte von dieser Strecke. Und dann soll ich noch einen Kreis zeichnen. In der nächsten Aufgabe heißt es jetzt, dass man die Länge dieser Strecke berechnen soll, nämlich PnQn. Wenn jetzt P1 und Q1 berechnet werden müsste, dann würde ich ja hier, weil das schön parallel zur Y-Achse liegt, hier einfach den Wert, sagen wir mal 4,7, ich würde den natürlich genauer berechnen, minus 0,7 rechnen, weil ja quasi der Y-Wert hier minus der Y-Wert die Gesamtstrecke gibt. Und so mache ich das natürlich auch bei PnQn, nämlich den Y-Wert von Q minus den Y-Wert von P. Also der Y-Wert von Q ist minus 0,25x plus 6,5 minus den Y-Wert von P. Und weil ich dann natürlich zwei Schritte zusammenfasse, man müsste ja Minus und dann Klammer diesen ganzen Term, löse ich die Klammer bereits auf. Ein Minus steht vor diesem kompletten Term, also dreht sich das Vorzeichen jeweils um. Und anschließend muss ich es nur noch zusammenfassen und ich habe die Strecke PnQn Abhängigkeit von x berechnet. Diese Strecke PnQn brauchen wir jetzt, denn bei der Aufgabe 2.4, da soll man nämlich den Umfang in Abhängigkeit von x berechnen und Umax bestimmen. Damit wir U überhaupt mal näher kennenlernen können, sollte man mal wissen, was U bedeutet. Das ist zweimal der Radius mal Pi. Und wenn wir uns jetzt diese Strecke PnQn anschauen, sehen wir ja, das ist der Durchmesser. Beziehungsweise die Hälfte davon ist der Radius. Mit beiden Varianten könnte ich es rechnen, denn der Umfang ist ja auch D mal Pi. Ja, 2R ist genau D, also Durchmesser, also könnte ich auch D mal Pi rechnen. Ich habe es jetzt anders gemacht. Ich habe den Radius erstmal bestimmt, also die Strecke PnQn geteilt durch 2, auch ganz wichtig, Gesamt durch 2, und dann sehe ich doch da auch, dass dann normal das für den Umfang noch ein 2 mal eben diesen Radius, also den Teil hier mitgeteilt durch 2, mal Pi dazukommt, und sehe, dass 2 mal irgendwas geteilt durch 2 eigentlich gleichsam das wegfällt. 2 geteilt durch 2 ist 1 und dementsprechend kann ich es hier ausnahmsweise wegfallen lassen und ich muss nur jeden Term in der Klammer mit Pi multiplizieren und da bekomme ich dann einen Umfang heraus. Und wenn ich jetzt noch das U-Max bestimmen möchte, dann muss ich einfach das als quadratische Funktion sehen. Das ist ja eine nach unten geöffnete Parabel, das heißt, es hat ein Maximum. Da kann ich die x-Koordinate und die y-Koordinate des Maximums bestimmen. Ich brauche hier für U-Max die y-Koordinate und die lautet c minus Bruchstrich b Quadrat durch 4a. Und da setze ich diese Werte meines Umfangs ein, meiner quadratischen Funktion ein und erhalte 18,91 LE. In der Lösung wird wahrscheinlich was anderes dran stehen, denn ich habe hier gerundete Werte verwendet.
Wenn man das ausführlich und richtig macht, dann zieht man dieses Pi hier mit, minus 0,25 mal Pi als A-Wert und nicht schon den gerundeten ausgerechneten Wert. Und dann bekomme ich einen exakteren Wert. Ich verfälsche hier mein Ergebnis, indem ich die Teilschritte hier runde. Bei der Aufgabe 2,5, da geht es um einen Kreis K2 und K3 mit den Flächeninhalten. Und ich weiß, dass von dem einen Kreis der Durchmesser viermal so groß ist. Und deswegen muss ich mir das Ganze ein bisschen vorstellen. Erst einmal, auf diesen Flächeninhalt soll ich kommen, bei beiden Kreisen, und dazu muss ich beide Flächeninhalte miteinander vergleichen. Was ich zu Beginn vergleichen kann, ist der Durchmesser. Den nehme ich jetzt einfach mal beim zweiten Kreis als x. Irgendeine Variable nehme ich. So, und um den Flächeninhalt zu bestimmen, brauche ich r zu diesem Durchmesser x. Und das ist die Hälfte von x, nämlich 0,5x. Und wenn ich daraus den Flächeninhalt berechnen muss, dann muss ich doch 0,5x in Klammern zum Quadrat mal Pi rechnen. Also 0,25x Quadrat mal Pi. Das ist mein Flächeninhalt von A2 für den Durchmesser x. Und jetzt nehme ich D3, der ja viermal so groß ist, als 4x. Dementsprechend ist der Radius davon, die Hälfte, 2x. Und wenn ich jetzt den Flächeninhalt von A3 bestimme, ist das 2x in Klammern zum Quadrat mal Pi. Also 4x Quadrat mal Pi. Und jetzt sehen wir, die Flächeninhalte unterscheiden sich nur in 0,25 und dem 4, also diesen Koeffizienten hier vorne dran, weil x Quadrat mal Pi ist gleich. Und wenn ich jetzt das im Taschenrechner eingebe, sehe ich schnell, 0,25 mal 16 ist 4. Also ist A3 das 16-fache von A2. Ich muss also A2 mal 16 nehmen, um auf A3 zu kommen. Und so kann ich das am Schluss beweisen.